Steig ein in den Zug, komm mit auf die Reise, nur heute noch, auf ganz wundersame Weise. Lass dich verführen, dir öffnen sich Türen, geh aufrecht hinein und mach dich nicht klein, denn hier kannst du sein, wer du wirklich bist, der, den du selbst am meisten vermisst. Steig ein mit dem Zug, komm mit auf die Reise, nur heute noch, auf ganz wundersame Weise. In meiner Seifenblase finde ich zeitweise Klatschbasen in Tonbasen, Teller mit Propeller, Mohn im Telefon. Wer hat es schon? Keine Reime. Keine Reime. Feine Reime. Auf ich keime. Ganz alleine. Scheiß auf gemeinsam, einsam. Ich habe einen Traum und der ist groß. Doch Träume kriegt man nicht geschenkt, sondern durch Arbeiten bloß. Was habe ich wohl versäumt? Habe ich zu viel geträumt? Zu viel der Zeit verschissen, mein Leben weggeschmissen? Es ist die Zeit, die macht, was sie will. Wie ein reißender Strom tost sie dahin und wir müssen mit. Halten Schritt, müssen mit in dieser Zeit und sie ist knapp und hält uns im Tritt. Denn wir müssen schaffen, müssen es schaffen, alles zusammenraffen, alles behalten, alles verwalten. Arbeit ist Ton und Ton ist nun und Ton schafft Norden. Das nimmt dir die Sorgen
Und das geht so weiter und immer weiter. Und auch du kannst durch Fleiß ganz rauf auf die Leiter. Das ist das Versprechen. Die Zeit, ja, sie läuft. Und wir laufen auf Schiene. Schau nicht rechts und nicht links. Schau nicht, wem wir dienen und schon gar nicht, was wir da machen. Und wir machen die unnötigsten Sachen. Nein, das ist egal, denn du hast nicht die Wahl, keine Energie dafür verwenden, die Zeit dafür nicht verschwenden, nicht zu viel denken, die Zeit nicht verschenken. Hältst du Schritt, kommst du mit, der sehnt dich dem zu. Später, irgendwann, ist Zeit dann zu beruhen. Irgendwann, später, ist Zeit auch zu lieben. Heute müssen wir es noch einmal verschieben. Ich habe einen Traum, der ist groß, doch Träume kriegt man nicht geschenkt, sondern durch Arbeiten bloß. Und das Respekt, man sich verdient, das Leben selbst man nennt, ganz auf der alten Schiene. Nein, du kriegst nichts geschenkt. Was machen alle Leute, die ihre Arbeit hassen? Sag, wissen diese Menschen nicht, dass sie was verpassen? Ich habe einen Traum und der ist groß. Und Träume leben durchs Träumen bloß. Ich nehme den Sand, er rinnt durch meine Hand. Die Zeit bleibt stehen und ich kann sehen. Ich spüre nur den Sand und meine Hand. Ja, ich habe einen Traum und der ist groß. Und Träume leben durchs Träumen bloß. Es sind die Worte, die du wählst. Es ist die Sorge, die dich quält. Es ist das Leben, das du lebst. Es ist dein Ziel, nach dem du strebst. Es ist die Antwort, die du gibst. Es sind die Menschen, die du liebst. Wir zwei, wir meistern diese Kleinigkeit in Einigkeit, denn die Zeit ist weit reicher, wenn wir uns preisgeben, uns verschreiben der Wirklichkeit, wenn wir uns einsetzen gegen Dreistigkeit, gemeinsam für die Menschlichkeit.
Gefangener der Freiheit, dein friedlicher Kampf ist dein stummer Schrei, dein zaghafter Mut der friedliche Krieg gegen das tote Leben. Eine große Kleinigkeit. Schneller als jedes solche kriegt sie in jedem Winkel, breitet sich aus, bereitet den Nährboden. Reale Gestalten mit surrealen Werten peitschen den Mob vor sich her. Sie sind bereit, ihre Seele für dieses eine Leben zu verkaufen. Kostet es, was es wolle. Kostet es. Was es wollen. Kostet es, was es wollen. Reale Gestalten, wertbefreit, gefangen in materialistischen und egozentrischen Denkschleifen, peitschen den Mord vor sich her. Sie sind bereit, ihre Seele für dieses eine Leben zu verkaufen, um sich mit dem Erlös das irdische Dasein zu versüßen. Liebe im Hier und Jetzt wird zum Leitsatz eines sich durch die Erde fressenden Geschwürs. Der Teufel selbst könnte seine Finger im Spiel haben. Er würde sich die Hände reiben. Im Hier und Jetzt leben, kostet es, was es wolle. Wir brauchen all das, was wir haben. Und wir brauchen noch mehr. Wir holen raus, was geht für dieses eine Leben. Die Gier nach materiellen Werten legitimiert ein egozentrisches Weltbild. Das Gesetz der Wirtschaft rechtfertigt die Ausbeutung von Menschen, Tieren, der Erde. Oberstes Ziel ist die maximale Ausbeute. Das Gesetz der Wirtschaft ist oberstes Gesetz. Koste es, was es wolle. Wer und was dabei auf der Strecke bleibt? Wir verheizen sie in der Hölle, die wir für sie geschaffen haben. Schneller als jede solche kriegt sie in jedem Winkel. Bereitet den Nährboden. Allein das Wort Kollateralschaden wäre in einer von Gewissen durchdrungenen Welt als Unwort definiert. Hier steht es am Beginn eines unvergleichlichen Vernichtungsprozesses und reiht sich abstrakt neben Begriffe wie Obsoleszenz. Koste es, was es wolle. Das heißt auch, dass alle Mittel zur Erreichung der eigenen Ziele recht sind. All das voranzutreiben, was noch reicher und noch mächtiger macht. Das Gesetz der Wirtschaft ist oberstes Gesetz. Leben im Hier und Jetzt wird zum Wettlauf zwischen Konsum und Selbstverwirklichung, getrieben von der Angst vor Verlust. Die Angst, die uns Menschen augenblicklich in denkunfähige, vom Reptiliengehirn gesteuerte Gestalten verwandelt.
Wer befreit gefangen in archaischen Verhaltensweisen? Flucht oder Angriff bleibt die einzige Wahl. Schneller als jede Seuche kriecht sie in jeden Winkel, breitet sich aus, bereitet den Nährboden. Gehirngewaschene, reale Gestalten, wertbefreit, gehalten in materiellen Wohlstand und sinnbefreitem Tun. Gehalten in scheinbarem Kampf um die eigene Existenz, den verdienten Wohlstand. Sie sind bereit, ihre Seele für dieses eine Leben zu verkaufen. Kostet es, was es wolle. Kostet es, was es wolle. In den Gehirnen Endzeitszenarien, die uns zu allem berechtigen und alle Regeln außer Kraft setzen. Kostet es, was es wolle. Zweifel, der kleine Teil, den ein Schreiber einst in Stein meißelte, erreichte auf seine Weise einen weiten Teil der Gemeinde. Mit seiner eindeutig einseitigen Sichtweise erreichte er, dass kaum einer den Einblick teilte. Des kleinen Schreibers leise Zweifel, die Unwahrheit, eingehüllt in feines Kleid. Ein kleiner Schreiber, so meinte er, erreiche in diesen Zeiten einen Kreis,
die auf einfache Weise zu vereinnahmen seien. Ein Beitrag in einer Zeitung sei greifbar. Das Geteilte sei Wahrheit, ungeprüft, einfach zu begreifen. In meiner Seifenblase finde ich zeitweise Klatschvasen in Tulpenvasen, Teller mit Propeller, Mohn im Telefon. Wer hat das schon? Nein, nein, kein Zweifel, deine Meise teile ich auf keine Weise. Eine Meinung teilen, keine Zeit verweilen, eine Weile eilen, scheinbar Zeit verteilen, ist dreist. Eine einsame Reise zu zweit? Nein. Eins, zwei, drei, vorbei. Immer schneller, wir sind schneller als Propeller.
Wenn du es zulässt, dann wirst du merken, dass ständig Wunder geschehen. In dieser Stille kannst du deinen Gedanken lauschen. Du kannst sie betrachten und du kannst dahinter gehen. In diesem Augenblick, den deine Gedanken nicht erfassen können. Sie können vergleichen, bewerten und doch wird er immer wieder ganz neu sein, in jeder Sekunde seines Seins. Diesen einen wunderbaren Moment anzunehmen. Dafür sind wir hier. Atmen.